mother was bigger than trash. Now it's much harder to laugh. Hard to get up and then work on my craft. Yeah. I need inspiration. Don't need no validation. No more medication. Just try some medication. Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von mir hier. Nachdem morgen in den USA Feiertag ist, haben wir heute schon unser neuen Event bzw. unseren neuen Summer of Chell Meister mit Linus Ulmer, Kendrick Miller und Quinton Byfield. Dazu noch den ganzen Content von Mittwoch und Donnerstag. Schauen wir uns alles noch an. Los geht's ins heutige Video. Am Weg an sich hat sich in den vergangenen Wochen nichts geändert. Ihr braucht 7 Collectibles, um an die 86er Basiskarte zu kommen und dann 115 weitere Collectibles, um auf die 99er Endstufe zu kommen. Fangen wir an mit dem 99er Quinton Byfield von den LA Kings. Ein Center, 1,96 groß, 100 Kilo, mit Knipser, Buzzing, Zonenwirbel, Beflügel oder Hammerschuss. Dazu Funke, Verteilung, Arbeitstier, Vielseitig oder Gladiator und Hammerschuss. Nochmal, Herz und Seele, Magie, diebischer Protektor. Im Normalfall, wenn dann jetzt Synergie doppelt ist, wird die dann im Nachhinein noch gefixt, kommt irgendwas anderes mit dazu, was halt noch fehlt. Superstar-Fähigkeiten haben wir Urgewalt, Räder, Kreisel, Nahkampf, Spinorama und goldene Auf-die-Knöchel. Hier alles bei 99, außer Kämpfen, so bei 75, also kann Sender spielen, kann Flügel spielen. Ich glaube, ich würde ihn aufgrund der Masse und 99 Besteuerung und Temposchor am Flügel einsetzen. Am Sender gibt es sicherlich ein paar bessere, aber trotzdem auch eine super Option. Dann haben wir von den New York Rangers den 99er Keandre Miller, rechter Verteidiger, 96 groß, 97 Kilo, mit Hammerschuss oder Hammerschuss, Schlenzer, Gladiator, Vielseitig oder Zonenwirbel. Dazu Knipser, Bombardiert, Protektor, Herz und Seele oder Diebisch und Buzzing, Funke, Verteilung, Arbeitstier oder Beflügelt. War bestimmt auch was doppelt, aber mein Gott. Superstar-Fähigkeit haben wir Wildheit, Eisklotz, Schickschon, Rauswurf, Szenes Auge, Goldener Shutdown. Also man kann Goldene Shutdown anmachen. Ich glaube, hier lange wirklich für 3 Punkte die Wilde anzumachen. Auch hier alles bei 99. Sender kann nicht spielen, logischerweise. Kempner bei 75, aber auch klasse Verteidigeroption. Von den Boston Bruins, der 99er Linus Ullmark, ein Torwart natürlich, 1,96 groß, 96 Kilo mit Knipser, Protektor, Hammerschuss, Herz und Seele oder Gladiator. Jetzt noch Funke, Schlenzer, Magie, Arbeitsziel oder Verteilung und Bombardiert, Zonenwirbel, Beflügel, Vielseitig oder Buzzing, jetzt haben wir es. Supersaftigkeit, Schmetterlingseffekt, Pfosten, Pfosten, Schwamm, Trinkerdose, No-Timer, Goldener Röntgenstrahl, okay. Handschuh bei 99, Handschuh-Tief bei 99, jetzt alles bei 99, Aggressivität ist bei 68, also auch hier klasse Karte. Es gibt, glaube ich, die heute noch eine bessere Goalie-Karte, wenn ich ganz ehrlich bin, aber trotzdem, die ist auch super. Wird mir allerdings niemals einen Goalie jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch auf 99 hochbauen für die ganzen Collectibles. Dann haben wir am Dienstag und Mittwoch insgesamt 20 neue Summer of Chell-Karten bekommen, die da auch so mit den Choice-Packs drin sein können. Ich will die jetzt nur ganz kurz beleuchten, weil es echt sonst wirklich viel wird. Alles natürlich bei Free Agent Signings oder Spieler, die ihren Vertrag verlängert haben. Der 92er Craig Smith von Dallas Stars. Lane Peterson, Verteidiger von Edmund Oilers, mit goldener Wille gar nicht mehr so schlecht. Die meisten haben hier wieder auch wieder 92 Besteuerung und Tempo. Viele haben nur noch eine Skating-Synergie mit dabei. Er nicht, denn Eric Calgren ist ein Goalie von den New Jersey Devils. Joel Hanley von Dallas Stars, 1,80 großer Verteidiger ohne wirklich eine brauchbare Fähigkeit. Grigori Denisenko von den Florida Panthers. Der 92er Ryan Carpenter von den San Jose Sharks. Kyle Burrows, ebenfalls von den San Jose Sharks, Verteidiger. Der 92er Michael Bunting, der jetzt neu bei den Carolina Hurricanes angestellt ist. Connor Brown von den Edmonton Oilers. Laurent Brossoit, Goalie, jetzt bei den Winnipeg Jets angestellt. Letztes Jahr eine Teambuilder-Karte, jetzt nur eine 92er-Karte, Nick Bjugstad von Arizona Coyotes. Carson Soucy von den Vancouver Canucks. Pierre Engvall von den New York Islanders. Lars Eller ist neu bei den Pittsburgh Penguins, Center mit 91 bzw. 94 Faceoff Rating. Er findet auch jedes Jahr einen neuen Verein, Vladislav Namestnikov, 95er Karte, jetzt bei den Winnipeg Jets. Ryan Donato spielt zukünftig bei den Chicago Blackhawks. Und Kevin Shattenkirk bei den Boston Bruins. JT Compher spielt in Zukunft bei den Detroit Red Wings, ist zwar eigentlich ein Center-Spieler, hat er hier nur 88 Faceoff Rating, ist auch als rechter Flügel bezeichnet und selbst mit 3 Synergien kommt er gerade mal auf 96 Faceoff Rating. Langfristig verlängert bei den New York Islanders Ilya Sorokin, Goalie. Und ebenfalls verlängert bei den Pittsburgh Penguins Tristan Jarry, auch hier Goalie. Kommen wir damit zu den Hood Heroes Karten, aber nur 4 Stück, von denen wir können uns die ein genauer anschauen. Der erste ist der 94er Andrew Alberts von den Vancouver Canucks Alumni. Rechter Verteidiger, 1,96 groß, 99 Kilo mit Funke oder Arbeitstier, dazu Beflügel oder Zonenwirbel. Superstar-Fähigkeit, Rauswurf, kein Wettkampf, goldene Wildheit, Bombe.
200 Schaden, 200 Tempo, kommen wir jetzt auf 94 hoch. Resting Skelett werde ja im niedrigen 90er Bereich. Die Balance geht dafür auf 99 hoch. Ist von Haus aus eh schon bei 99. Schusskraft bei 99 und 98. Genau, ich jetzt aber 88 und 85. Auch die Hände im ja, niedrigen 80er bis hohen 90er Bereich quer verteilt. Hand Augenkönnst du nur bei 83. Bolschenko und Haus bei 99. Defensive Booster bei 98. Also auch hier klasse Verteidigerkarte. Dann haben wir den 96er Logan Shaw von den Anaheim Ducks, ein linker Flügelspieler, 1,93 groß, 96 Kilo mit Schlenzer oder vielseitig, Arbeitsziel oder Funke, dazu noch beflügelt, Urgewalt, Nahkampf, gleichfalls, goldener Pritz, der Pass, okay, hätte ich darauf verzichten können. 93 Beschauung, 93 Tempo, hier kommen wir auf, 95 jeweils hoch, Resting Skating ist fast perfekt, Schuss von der Kraft perfekt, genau, jetzt sind wir bei 95 und 96, kriegen wir auch noch ein bisschen hoch, Ende mittleren bis hohen 90, weil ich Bodycheck mal aus bei 99, weiter spielen kann ich aber trotzdem auch gute Karte. Und natürlich auch seine Team of the Season auf 96 gestiegen. Letztes Jahr als Teambuilder eine Macht. Diese Karte ist auch wirklich gut. Der 96er Keith Primo von den Philadelphia Flyers Alumni. Ein Center, ein 96 groß, 100 Kilo. Mit Zonenwirbel oder beflügelt. Funke oder Arbeitsziel dazu noch Verteilung. Also drei Scanning-Synergien. Mit Superstar-Fähigkeiten sind Urgewalt, Nahkampf, außerkonnes Vorbild, goldene Zonenweg ist der Blitzstart. 92 Beschauung, 92 Tempo, schauen wir, wo wir am Schluss landen. Wir landen bei 95 Beschauung, 94 Tempo. Schluss von der Kraft, perfekt, genau bei 95. Hände kriegt man auch mehr oder weniger auch perfekt hoch, wenn man alles anmacht. Die King ist nur bei 92, kriegt man nicht weiter hoch. Wollcheck bei 99, Fade Rank damit bei 99, also auch hier eine super Center-Karte. Und der vierte Hood Hero kann sich ja wirklich als Hood Hero bezeichnen lassen. Der 97er Ben Bishop vom Tampa Bay Lightning. Ein Goalie natürlich, 2,1 Meter groß, 95 Kilo. Gladiator oder Arbeitstier, Herz und Seele diebisch, dazu noch bombardiert. Pfosten und Pfosten, Schmetterlingseffekt, Trinkgelddose und goldener No-Timer. Hanjo bei 95, Hanjo tief bei 95, Tempo und Beweglichkeit bei 99 für eine 2 Meter große Karte. Stellungsspiel bei 95, Breakaway bei 95, also auch Bishop-Karten, da langt aber eigentlich auch die Basiskarte genauso. Weiter geht's mit den Wacky Wednesday-Karten. Viele oder ein paar davon weilen nicht mehr unter uns. Auch hier Brian Marchman, leider schon verstorben. 94er Karte von den 96 Sharks Alumni. Rechter Verteidiger, 92 groß, 91 Kilo mit Arbeitsziel oder Funke. Dazu Zonenwirbel oder beflügelt. Das ist die Offensivverteidiger-Version von ihm. Mit Schickshow und One-T, goldenes Szenes Auge, würde ich jetzt hier gar nichts anmachen. Kommen wir dann vom Skaten ja auch jeweils auf 94 Beschleunigung und Tempo. Resting Skate im mittleren bis 190 Bereich. Schusskraft bei 98, Genauigkeit bei 90. Hände ganz komisch verteilt. Dicking bei und Andauerkondition und Puckung bei 90. Dafür ist Offensivbewusstsein und der Passen bei 99. Vollstrecken ist aber bei 99 von Haus aus. Widerstandsfähigkeit bei 92. 95 Defensivbewusstsein kriegt man trotzdem noch auf 99 hoch. Also gute Karte von Brian Marchman und hohen Frieden. Dann die Spielmacher-Version von Rob Ray von den Buffalo Sabres Alumni. Ein rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 98 Kilo, mit Arbeitsziel oder Funke. Für Flügel oder Zonenwirbel dazu noch Hammerschuss. Präziser Pass, Puck am Faden, Lacrosse-Schläger. Das gab es, glaube ich, damals noch gar nicht. Und drittes Auge in Gold. 200 Beschauen, 200 Tempo, geht dann auf 94 hoch. Ausdauer nur bei 89, haben wir noch keine Synergie wirklich dabei, wo das noch hochbringt. Schusskraft kriegt man auf 99, Genauigkeit auch nur bei 90. Die Hände komplett bei 99. Widerstandsfähigkeit nur bei 86, hier leichter Abturn. Also mir wäre eine normale Karte von Rob Ray lieber gewesen. Der 96er Marty McSorley von den LA Kings, eine Offensivverteidiger-Variante. Linker Verteidiger, 1,85 groß, 106 Kilo. Mit Zonenwirbel oder beflügelt, Arbeitsziel oder Zonenwirbel, auch wieder hier doppelt und dreifach, okay. Dazu noch bombardiert, zehntes Auge, Donnerschlag, Kreisel und Schick schon. 93 Beschauung, 93 Tempo kriegen wir dann jeweils auf 95 hoch. Schuss von der Kraft auch hier perfekt, die Genauigkeit sind wir bei 95. Kriegt man dann auch noch hoch, auch hier wieder die Hände, die King und Hand Augenkonzer bei 90. Der Rest ist so gut wie perfekt. Bolschenko bei 99, Widerstandsfähigkeit hier eben auch nur bei 87, leichte Abturn. Also auch hier wäre mir eine ganz normale Martin McSorley gerade dann doch lieber. Und ebenfalls viel zu früh verstorben, der 97er Bob Probert von den Red Wings Alumni, ein rechter Flügelspieler, die Sniper-Version. 1,91 groß, 102 Kilo, mit Zonenwirbel beflügelt, Funke der Arbeitstier, logischerweise dann noch der Schlenzer. Scharfschütze, Donnerschlag, One-T, goldener Nahkampf. Für den 97er Karte nur 200 Besteuerung und Tempo, klar kommen wir auf 94 hoch, aber ist trotzdem eine 97er Karte eigentlich. Ausdauer nur bei 90, Balance bei 99, Schuss komplett perfekt, die Hände sind auch wieder Deking, Hand-Augen-Kondition, Passen und Puck-und-Rolls bei 95, dafür ist Offensivbewusstsein von aus bei 99, Bolschenko bei 99, Widerstandsfähigkeit bei 98, also an sich eine gute Karte, aber hätte ein bisschen schneller sein können, meiner Meinung nach. Dann haben wir noch vier neue Draft-Champs-Karten, die sich auch auf die Team of the Year und Team of the Season auswirken. Und das ist tatsächlich passiert. Igor Shesterkin bekommt noch einen Upgrade. Seine Team of the Season geht auf 97 Euro mit dieser Draft-Champs-Karte.
Goalie von New York Rangers, 1,85 groß, 86 Kilo, mit Buzzing oder Bombardiert, Protektor oder Funke, dazu noch Herz und Seele, Schlangenmensch, Pfost zu Posten, Röntgenstrahl, Goller, Schmelzeffekt, kann mir durchaus anmachen. Handschuh ist bei 98, Handschuh tief bei 98, Schlägertief bei 99, Tempo und Beweglichkeit bei 99, Aggressivität bei 71, schon fast ein bisschen viel, aber trotzdem gibt es hier nochmal ein Upgrade für seine Team of the Year. Dann der 97er Adam Fox von den Calgary. Moment. Tatsächlich 2016 an 66. Stelle von den Calgary Flames gedraftet. Okay, auch wieder was Neues gelernt. Simon Skakalle, linker Verteidiger, 1,80 groß, 82 Kilo, mit Knipser oder Funke, Zonenwirbel oder Magie, dazu noch Herz und Seele, Shutdown, Schnappschnabel, Rückwärtsgang, goldenes Schickschon. Okay, da muss man ja schon fast den Shutdown anmachen, schade, dass er keine Wildheit hat. 600 Beschleunigung, 95 Tempo, das heißt, hier kommen wir auf 98 und 97 hoch. Resting Skating bei der mittleren bis 90 Bereich. Schuss von der Kraft bei 97, Genauigkeit bei 94, Hände sind fast perfekt, außer natürlich wieder die Hand-Augen-Koordination, Bodychecking nur bei 91, klar kommen wir noch ein bisschen oben mit den Funken, aber ich kann mit Fox gerade halt einfach nichts anfangen, ich finde da keine Liebe dafür. Und damit sind nur die Rangers, Team of the Season, auch gestiegen auf 97. Er war schon immer in Boston Bruins, der 98er David Pastrnak, linker Flügelspieler, 1,85 groß, 88 Kilo, mit Arbeitszieler Funke, Beflügeler, Zonenwirbeler, hier jetzt dazu hier noch die Magie, bringt das überhaupt irgendwas? Ja, Widerstandsfähigkeit geht hoch, okay, und die Beweglichkeit. Superstar-Fähigkeit nochmal Schnapp, Nahkampf, One-T, goldener Scharfschütze, würde ich ja auch definitiv den Nahkampf anmachen. 97 Beschleunigung, 97 Tempo, heißt wie geringes Skating, faster, perfekt hoch, jetzt ist es perfekt. Schuss perfekt, Hände perfekt, Bodychecking ist immer bei 96, Widerstandsfähigkeit ist damit auch perfekt oben. Sender kann nicht spielen, aber klasse Karte, noch damit auch so eine Team of the Season auf 98. Der vierte Draft-Champ-Spieler, damit auch hier die Team of the Season, wo ihm auf 98 gestiegen ist, Nikita Kucherov vom Tampa Bay Lightning. Rechter Flügelspieler, 1,80 groß, 82 Kilo, mit Buzzing oder beflügelt, Funke oder Verteilung, okay, was ganz anderes. Dazu noch Protektor, Urgewalt, Nahkampf, Trickreich und drittes Auge. Ja gut, weil ich hier auch wieder bei den beiden bekannten Synergien. Wir kommen vom Skating, da kriegen wir Perfekto, Schuss perfekt, Hände perfekt, Bolzschick ist bei 96, jetzt ist es bei 98, okay. Widerstandsfähigkeit geht auf 96, wo Face-Off spielen kann er nicht, aber trotzdem Klassikkarte. Und weil ich gerade in meinem Discord-Channel auf das Pack hier angesprochen wurde, gibt es ein Elite Ultimate Pack mit 20 Objekten, garantiert 10 Spieler mit 83 plus und 10 Spieler mit 82 plus für 350.000 Münzen oder 7.000 Punkte. 7.000 Punkte sind um die 55 Euro im Juli, also bitte... Bitte, bitte kauft dieses Pack. Ne? Ich habe gesehen, Leute haben es aufgemalt. Das Beste waren 700 Score Austin Matthews. Also lasst ja die Finger davon weg. Dann haben wir noch jede Menge Community Request Karten. Da schauen wir uns aber auch nur die besten mittlerweile an. Der eine ist der 97er Keith Kachuk von den Arizona Coyotes Alumni, beziehungsweise damals auch noch die Phoenix Coyotes. Rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 105 Kilo mit Funke oder Arbeitszieher, Beflügeler, Zonenwirbel, wie sonst. Hier auch noch der Schlenzer mit dabei. Nahkampf, Wildheit, präziser Pass, goldene Urgewalt, also allein die Fähigkeiten können wir hier drei Stück aktivieren. 93 Beschleunigung, 94 Tempo, heißt hier kommen wir 95 und 96 hoch, Schuss im hohen 90er Bereich, die Hände kriegt man auch dann fast auf perfekt, jetzt sind sie perfekt. Ja, offensiv wusste bei 98. Checking wird es soweit perfekt, Sender spielen kann ich, aber trotzdem super Kalle von Kit Kachuk. Dann auch ein Teambuilder ganz vom Anfang vom Spiel, der 97er Milan Haydock von meiner Avalanche Alumni. Linker Flügelspieler, 1,83 groß, 86 Kilo mit Verteilung oder beflügelt. Funke oder Arbeitsziel, dazu noch den Zonenwirbel, also drei Scanning-Synergien. Superstar-Fähigkeiten, Urgewalt, Nahkampf, Schnappschnapp und goldene Scharfschütze, okay. Da wäre ich hier auch dabei, wahrscheinlich bei der Urgewalt. 94 Bestellung, 93 Tempo, heißt mit allen Scanning-Synergien, kommen wir auf 96 Bestellung, 97 Tempo. Der Schuss ist fast perfekt, Hände sind perfekt, Bodychecking dann eben auch nur bei 92. Kann man auch nicht mehr anders drehen, als 92 Maximum, Widerstandsfähigkeit 99, aber Center kann nicht spielen. Der 97er Patrice Bergeron von den Boston Bruins, natürlich ein Center, 1,85 groß, 89 Kilo mit Funke oder Arbeitszieher, Zonenwirbel oder beflügelt, hier haben wir auch den Hammerschuss mit dabei, dazu Blitzstart, Nahkampf, drittes Auge, goldenes, außerkornes Vorbild, ja, okay, der hat nur 97 Ausdauer, aber trotzdem, 93 Besteuerung, 93 Tempo, heißt hier 0,95 Euro, Schuss im hohen 90er Bereich, Hände von Haus aus perfekt, 99er Faithful Rating mit Blitzstart kann man definitiv spielen lassen, allerdings haben wir die Bergeron gerade schon bei 91, 99er Faithful Rating. Und auch er, der 99er Face-Off-Rating, der 98er John Tavares von den New York Islanders, oder wenn manche diese Karte echt verfluchen wahrscheinlich. Natürlich ein Center, 1,85 groß, 98 Kilo mit Arbeitsziel oder Funke. Zonenwirbel Beflügel dazu, Verteilung, also auch hier drei Scanning-Synergien. Urgewalt, Nahkampf, Puck am Faden, auch hier das goldene Außerkorne Vorbild. Macht zu dem Zeitpunkt, zum jetzigen Zeitpunkt vom Spiel einfach keinen Sinn mehr, das überhaupt anzumachen, egal ob Gold oder Silber. 20 Beschleunigung, 92 Tempo, Rest von Scaling ist eh perfekt, das heißt wir sind bei 95 und 94, Schuss perfekt, Hände perfekt, die Bodychecking-Werte perfekt, Aggressivität ist bei 95, okay, und eben von Haus aus 99er Phaser Rating, klasse Center-Karte.
Heiß bin, neue Karten sind wir Zimmer durch, können wir zu den Belohnungen übergehen. Hier die Elite 3 Belohnung Squadbands auf meinem Zweit-Account, ob da was dabei war. 10.000 Münzen tun immer gut. Und dann haben wir ein Chumo Premium Spieler Pack, zwei Premium Packs und ein, was war's da hinten, ein NHL Spieler Pack. Was man die beiden mit mindestens 4 Gold spielen. Keine garantierten 80 plus. Shepard. Irgendwo ein 80er vielleicht. Das. Ja. 500 Münzen, Highlight. Oh, Cicirelli, ja. Okay. Eine über 80, okay. Dann nochmal eins auf. Achtziger Spieler. Chris Brown. Auch kein 80er. Ein paar Goldregos. Ist überhaupt irgendein 80er dabei? Aber im nächsten Mal zumindest der garantierte 80er, 80 plus. Oder 80er in unserem Fall. Zwonatzka, absolutes Highlight. Zumindest 81er. Okay. Bisalo. Ah, 82 Highlight. Irgendwas höher noch, bitte. Irgendwie. Shattenkirk, gibt es eine bessere Karte? Reeves haben wir eine bessere Karte gerade im Umlauf. Stahl. Oh, Tarasenko. 83er gerade. Ja, damit das Highlight. Und Champs-Belohnung für 11 Siege. Mehr habe ich dann gar nicht mehr gespielt gehabt und dann einfach aufgehört. Beim Hauptaccount allerdings. Fünf Collies, setz mal in Packs um. Mal ein Jumbo-Elite-Spieler-Pack und ein Mega-Pack oder sowas noch. Alles tauschbar, über 80 plus einige dabei. Haben wir sogar 18. Was mal das auf? 5. Er 81er. Dann die Bischof. Ja, Icon gerade. Jetzt muss wieder in das Set stecken. Ja, zumindest. Ein 85er Barkov. Okay. Ist ja Highlight. Auf dem ganzen Tag. Einmal 5x80. Ja, was liegt denn das bitte? Oder den Corey Perry? 83er Use. Ja, 83er Use bisher das Highlight. Haben wir noch eins mit 18 mal 80 plus. Fünfundachtziger Hänsle, gut, nehmen wir so. Jetzt haben wir auch eine bessere Karte. Chiffrin haben wir eine bessere Karte. Den hat's gemacht, stand, okay. Zumindest ein bisschen was. Corey Perry, natürlich.
Haskell Miller. Okay, aber nicht Linus Oettinger. Rivals-Belohnungen. Natürlich die Untauschbahn. Das glaube ich, da war. Heißt zwei Elite-Spieler-Packs und zwei Mega-Packs. Nur 50 Münzen, gut. Ach gut, Silberspieler können wir in Sets packen. Ein 80er. 1000 Münzen. Besser als nix. Und ein Ingolstadt Rico. Das Ganze nochmal, ich hoffe, ihn besser. So viel Mist, echt. Gehen auch schon richtig alte Karte. Ah, Power-Up Collectible auch Unterschluss. Was macht ihr mit Power-Up Collectibles? Ich habe jetzt da glaube ich 20 Stück. Keine Ahnung, wie ich die noch unterbringen soll. Ich wüsste nicht wo. Also echt mal, was macht ihr mit diesen Dingern? Weil wenn sie untauschbar sind. So, Elite Spieler Pack 2 Stück. 8x80 plus. Oder nur 80 halt. 200 Tavares, gibt es auch eine bessere Karte. Jonas Sorokin, gut, hätten wir auch eine bessere Karte, aber besser als nix. Und Mark Giordano. Letztes Pack. Erstmal wir noch ein bisschen das Passwappel-Belohnung noch. Das alle mal auch schon gehabt. Franzka Doughty. Und wieder als letzte Karte Mark Giordano. Squarepants habe ich auf meinem Hauptaccount nur ein Spiel mal gegen das Team der Woche lang, zumindest für Profi 3. Heißt, ein Elite-Pack und ein Spieler-Pack. Ja, hier haben wir noch keinen Meister gezogen. Wir haben Lady Flame schon zwei Stück oder drei waren sogar. Und hier haben wir noch keinen einzigen gezogen. Vielleicht haben wir jetzt halt mehr Glück. Ja, schon mit irgendwas mit 80 schon zufrieden. Ah, oder nur 80. Sache. Und zum Abschluss Elite-Pack. Hunter. So das Highlight hier. Damit sind wir am Ende vom heutigen Video angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaut mal am Wochenende bei Twitch vorbei. Ich nehme mal vor, mal wieder zu streamen nach einer gefüllten Ewigkeit. Sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao.